Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Megaprojekt, heute mit Dennis. Hallo. Ich fahre jetzt Vollernter und habe dieses Sortierband von den Rüben da, die Kamera an. So, Hoffentlich hast du bald deinen Überladewagen leer, denn ja, bei mir drückt ja so langsam in der Blase hier. Habe ich mir schon gedacht, der ist gleich leer, dann kann ich dich eben abtanken. Aber das geht hier wirklich auch sehr schnell mit den, da hat man wirklich eine ganz schnell eine große Menge zusammen, also. Ja, ich finde, trotz der kleinen Arbeitsbreite hast du zwei Vollernter, ist das absolut kein Problem mehr. Ja, da kann man mit dem Abtanken hier, kann man da einen schon gut dran halten. Ja. Hey. Falsche Seite. Naja. Ich bin wieso gleich voll und dann drehe ich. Schauen wir mal. Weil die Kamera, kriegen muss wir ich schon sagen, hin. Die ist zwar eigentlich total unnötig, zumindest hier im Spiel, aber die hat was. Finde ich nicht verkehrt. So. Wie sieht's aus? Scheint ja, als wenn du gleich voll wärst. Ja, viel geht nicht mehr rein. Ja, quetschen. Ich habe gleich 40 Tonnen drin. Dann bist du schon bald wieder voll. Ich, ne, ich bin ja. Ich fahre gerade hinterher und warte. Ja, aber du bist gleich wieder voll fast, wenn ich hier meinen Tank entleere. Naja, ich meine, ich habe ihn jetzt komplett leer gemacht, aber. Ja, dann bist du so auf 80%, würde ich schätzen. Ja, würde ich auch ziemlich genau sagen, ja. Ja, schon lass den da mal ein schönes stehen. Bild hier so im Auge. Ich fahre dann langsam mit meinen hier weiter. Ah, jetzt kann ich unten sogar das Überladebild reinhauen. Vom Förderband. Das ist praktisch. Das sieht doch bestimmt ganz gut aus. Ja, das hat was. Gerade weil Europa Big Beer und der normale. Ja. Ja. Und Lina hat mich gerade angeschrieben hier. Habe ich gerade auf dem zweiten Monitor gesehen. Deshalb habe ich kurz gestutzt. Habe ich noch. Die hat nur gesagt, dass sie demnächst morgen vielleicht aufnimmt. Ja. Und für euch liegt das in der Zukunft. Also für die Zuschauer ist morgen. Nein, ist morgen schon Vergangenheit. Klingt verwirrend, ist es auch. Oh ja. Ganz aber es stimmt. Verwirrend. Ja. Wir lügen euch nicht an, es ist einfach so. Ja, weil wir in der Zukunft, wir müssen zwar in der Zukunft reden, aber für euch ist es schon wieder Vergangenheit. Das klingt jetzt noch verwirrender. Boah, ich fand das krass. Wir hatten ja knapp für einen Wartest Monat du Tour was auf Vorrat. Ja, klar. Da war wahrscheinlich ziemlich viel mit Zukunft reden, ne? Ja, genau. Dann ist ja quasi alles in Zukunft. Ja. Aber so, dann spricht man darüber, ja, demnächst ist Weihnachten und die Parts kommen nach Weihnachten. Das ist ein wenig grotesk. Für diejenigen, die nicht wissen, dass es vorproduziert ist, klingt es auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ja, die meisten wissen es aber, denke ich. Es geht einfach nicht, noch am selben Tag aufzunehmen, wie man hochlädt und so. Und hast du nicht gesehen. Es ist wohl möglich, aber nicht mit unseren Leitungen. Und je nach Qualität und so. Ja. Aber da ich jetzt mal behaupten würde, dass bei unseren Kanälen die Qualität schon relativ hoch ist, dauert da das Hochladen auch ein bisschen länger, weil man sagt ja so schön, gut Ding will Weile haben. Ja, da gönnt man sich mal ein paar Minütchen, ne? Oder mal ein paar Stündchen für ein Video. Ja, oder mal ein paar Tägchen. Da habe ich zum Beispiel auch, ich habe ja dieses, das Video von den Carvon habe ich auch nur angeguckt, hier dieses irgendwie Rückblick von 2013. Ja. Und da hat er gesagt, irgendwie pro Video immer so eine Stunde, das wäre schon Luxus. Wäre schon was, ne? Ja. Hat Carvon so halt echt gut. Ja, müssen wir mit Carvon schimpfen, wenn der kommt und den da hier von wegen, wie gut er es hat und so. Ach, ich fahre hier wie so ein Bekloppter zum anderen Vollernter. Und dann bemerke ich erst, dass ich den ja gar nicht
antreiben muss hier. Ja. Muss ja zum Überladewagen. Wie ist das eigentlich jetzt hier mit den vorne mit dem ja, wie nennt man dich die Dinge da vorne dran, was du am Ernter dran hast? Das kann man abnehmen und auch so einen Transportwagen machen, aber das ist irgendwie buggy. Ich würde das nicht so machen, ich würde das einfach dran lassen. Wir haben hier Multiplayer eh keinen Verkehr, die Straßen sind sozusagen für uns gesperrt. Boah, das sieht gerade richtig cool aus auf der Cam hier. Nur leider ist der Hänger voll. Maus hat gerade ein bisschen rumgebackt. So. Hat einen richtigen Drehwurm drin gehabt. Schon wieder. Ach so. Einmal kurz Transportmodus und dann fahre ich mal gleich rüber. Obwohl, als erstes mal die Kamera ausschalten, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann nehme ich den Überladewagen. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt, aber bei mir an der Maus ist das irgendwie manchmal so, wenn ich, dass ich irgendwie nur nach, die Kamera nur nach links und rechts drehen kann, beziehungsweise die Maus nur nach links und rechts bewegen kann, aber nicht nach oben und unten. Das ist bei irgendeinem Mod, wenn du eine bestimmte Taste gedrückt hast. Ich glaube, das ist jetzt Serion oder so. Aber in dem Fall ist das nicht so. Da saß ich gerade wohl drin, aber meist hat sie sich mit einmal wieder gelöst. Plopp. Einmal Maus auf den Tisch gehauen, jetzt funktioniert's wieder. Habe ich manchmal auch so im Fenster, beziehungsweise wenn ich halt auf dem Windows-Bildschirm sozusagen bin, auf dem Desktop, dann habe ich da manchmal auch. Ich weiß auch nicht, ob es an der Maus liegt oder an meinem Mauspad, das einfach nur inkompetent ist. Einfach ein Stück Holz. Willst du lieber ein Stück Holz nehmen? Naja, also ich denke mal, ich werde mir irgendwann mal ein richtiges Mauspad kaufen. Ich fand das früher halt ganz cool, so mit einfach das Mauspad ist einfach ein Stück Sperrholz. So mit rundgeschliffenen Kanten und sowas, bisschen glatt geschliffen. Die Idee fand ich ganz cool, nur in der Ausführung nicht so praktisch. Überlädst du erst in mir oder geht das auch so? Ich kann so da ranfahren, das habe ich schon mal ausprobiert. Gut. Weil so, das ist ein bisschen, die ist halt nicht, die Oberfläche ist nicht die beste dafür. Für Maus, da ist ein bisschen unpräzise. Aber das geht eigentlich schon. Ist halt nur, wenn man dann, es ist schon schön, so ein, so ein Mauspad zu haben, was so richtig, weißt du? Ja. Außerdem ist es so, dass, das merkt man ganz stark, wenn man Spiele spielt, die nicht für meine und auch für einen Großteil der Zuschauer der Altersklasse nicht geeignet sind. Sowas wie Babyborn. Ja. Wenn man sowas spielt, da ist schon ziemlich, so Babyborn und sowas ist halt schon ziemlich actionreich und ich glaube, also da merkt man das auf jeden Fall, wenn man da mal irgendwie die Maus da ein bisschen verzieht, dann hat man direkt verloren. Also wenn dann mal man das Baby da ein bisschen ruckartig gestreichelt hat, also boah, geht gar nicht. Mano, die kann ich nicht überladen. Das ist scheiße. Oder das ein bisschen zu schnell eingepudert hat oder sowas, dann hat man da direkt verloren. Da war gerade der Trigger. Und willst einfach hier in den Anhänger überladen? Oder willst du das jetzt versuchen? Der Trigger ist so weit hinten, weißt du? Mhm. Der Arm ist dafür fast zu kurz. Guck mir das Spektakel mal an. Jetzt auch noch Zuschauer hier. Ja. Hast mir aber keinen Kratzer rein, machst du ja Geld gekostet. Oder ist schon einer drin? Bam! Perfekt. Jetzt klappt es. Bis auf die kleine Makam-Nummernschild. Ja, da bezahlst du, aber das wird abgezogen. Ja, das schreibe ich dir auf die Rechnung. Warum mir? Weiß nicht. Will denn jemand das Geld? Dann fahren wir erstmal runter zu 5-6. Genau, würde ich sagen. Wie findest du eigentlich die Maus hier, die hier steht? Finde ich ganz schick, nur momentan brauchen wir sie noch nicht. Richtig erkannt. So, also auch mit den, wenn man später hier wirklich solche, die, wie nennt sich das hier, die
die platzierbaren Haufen am Feld hat. Normalerweise kann man da auch noch mit einem Radlader sowas überfahren. Finde ich eigentlich bald, ich sag mal, realistischer, beziehungsweise eher. Es kommt eher vor, als dass da jemand mit so einer mit so einem Roper-Ding ankommt. Ja, ist, glaube ich, einfach je nach Gegend abhängig. Bei so einer Maus, das zahlt sich schon aus, wenn du da richtige Berge liegen hast. Ja, habe ich allerdings bis jetzt bei mir in der Nähe noch nicht gesehen, wobei da auch nicht so die Menge ist, sagen wir es mal so. Ja, Zuckerrüben ist, glaube ich, hier, wo wir wohnen, jetzt nicht so das, was jeder anbaut. Ja, aber da bei mir in der Nähe auf jeden Fall ein Feld oder so ein paar Felder, jedenfalls vom Einbauern halt, da kommen ab und zu mal Zuckerrüben drauf. Da liegt dann immer ein großer Berg, aber so. Eigentlich ist es auch nicht unbedingt nötig, die da zu lagern, außer man hat halt nicht den Lagerplatz, aber bei uns in der Nähe ist auch ein Kartoffelbauer, der lagert die auch nicht alle auf dem Feld, die Kartoffeln. Ja. Also ich denke mal, die Möglichkeit ist auch da, die woanders zu lagern, wobei das auch immer situationsabhängig ist, glaube ich. Ja, und wenn man so eine Maus hat, dann nutzt man die auch, oder wenn man der irgendwie drankommt. Ich denke mal, dass die Maus sogar, also eine Maus, ich weiß nicht genau, da steht irgendwie, ich glaube 200 Kubikmeter die Stunde oder sowas, haut die da durch oder noch mehr. Und wenn du 200 Kubik mit einem Radlader bewegen willst, dann ist das schon mehr. Ja, wobei, wie gesagt, wenn du eine 10 Kubik Schaufel hast, dann geht das eigentlich auch noch. Ja, ja, deswegen. Das kommt so, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall denke ich mal, die Maus wird ein ganzes Stück schneller sein. Ja, also ist halt auch wirklich immer abhängig von der Menge. Das auf jeden Fall. Und vielleicht ist es auch schonender für die Rüben. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich meine, wenn man mit einem Radlader in so einen Rübenhaufen reinfährt, ich denke mal, da werden auch einige Rüben kaputt gehen. Ja, schon. Oder wenn man die halt mit den Gummiförderbändern von so einer Maus, ist das, denke ich, schonender, als wenn du da die Schaufel reinschiebst. Andererseits, wenn man dann als kleines Kind da vorbeigeht und sich irgendwelche Rüben holt und die auf die Straße schmeißt, dann halten die auch nicht wenig, halten die auch nicht länger. Du Rabauke. Ist früher schon mal sowas Ähnliches, glaube ich, passiert, aber wir sind auch mit Ketka durchs Maisfeld gefahren. Mir ist sowas mal passiert. Ja. Nett formuliert. Ja, als Kind hat man zum Teil schon Sachen gemacht, die sollte man nicht unbedingt machen. Ich wünsche machen, dir viel Glück, dass der entsprechende Landwirt gerade nicht zuschaut. Ach, ganz ehrlich, der Landwirt, der ist so alt, der guckt, der weiß wahrscheinlich nicht mal, dass es Internet gibt. Internets. Genau, Internets. Ja, weiß ich noch, früher bin ich auch mal mit ein paar anderen zusammen, sind wir mit einem Ketka durchs Maisfeld gefahren. Der Bauer hat sich wahrscheinlich gefreut. Wobei nicht nur wahrscheinlich, das stand sogar in der Zeitung drin. Dass da welche mit Ketka durch Maisfeld gefahren. Nicht, dass da welche mit Ketka durchs Maisfeld gefahren sind, sondern dass da eine etwas größere Menge von Maisfläche zerstört war, beziehungsweise platt getrampelt war. Passiert. Das ist aber also assi. Das ist richtig assi. Sowas macht man nicht. Ja. Direkt Disabo und D-Like. D-Like? Okay. Ja, D-Like und Disabo. Ich drück dir jetzt auch mal einen fetten D-Like rein. Ja, und ein Disabo. Musst du einfach mal machen. Meinen Kanal deabonnieren und dann wieder neu abonnieren. Wow, krieg ich einfach 20 Abos dazu. Dann hat's das richtig gebracht. Aber sowas soll ja schon mal passiert sein. War ja früher wirklich mal so. Da hast du mich, glaube ich, mal aus Spaß deabonniert und danach wieder abonniert. Ja. Habe ich direkt erstmal wieder einen Schwung neuer Leute. Das ist krass, weil allen Abonnenten wird das ja dann im Feed angezeigt. Und sollen wir mal Kadett reinholen? Der ruft mich gerade an, auf dem Handy. Ja, mach das doch mal. Das wäre doch. Wenn ich jetzt dran gehe, der schlachtet mich. Ja, dann geh ran. Nein. Der ist doch eh so weit weg. Nicht. Los, trau dich. Der kommt hierher, der rennt hier rüber, das sage ich dir. Du kannst ihn doch nicht einfach so sitzen lassen. Der buddelt mich aus. Und wieder ein. Du kannst den hier doch nicht einfach so sitzen lassen. Du musst den einfach annehmen, den Anruf. Nein. Ah, doch. Nein. Spaßverderber. Tja. Weggegangen, Platz vergangen. Was hat das jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. Schreib ihn am besten einfach mal alle in die Kommentare, den lieben, guten Hashtag Spielverderber oder so. Ma, gut seid ihr gemein. Also,
Dann siehst du immerhin, wer das dann siehst du immerhin, wer das Video bis zum Ende geguckt hat, weil da sind wir momentan auch schon. Ja, sind wir schon wieder am Ende vom Part. Ja, so ziemlich, oder? Wenn meine Stoppuhr nicht lügt. Ja, wenn deine Stoppuhr nicht lügt, das ist gut. Denn meine läuft erst gar nicht. Ich mache noch eben die Alles. Reihe Rühmen zu Ende. Ja, mach das mal. Und dann beenden wir dann den Part. Und halt, stopp. Tschüss. Tschüss.